Wenn Sie sich nun die Mühe gemacht haben und den weiten Weg hier hingefunden haben, dann möchte ich Sie natürlich auch auf das Allerherzlichste begrüßen, im Namen meiner Kollegen und mir selber. Und wir würden Sie natürlich erst einmal auf eine warme Tasse Kaffee einladen bei diesem kalten Wetter. Aber um auf das Thema zurückzukommen, warum Sie eigentlich hier sind, würde ich Ihnen ganz gerne jetzt die ganzen Möglichkeiten zeigen, die bei uns möglich sind. Sind wir gerade hier reingelaufen bei uns und direkt auf der rechten Seite haben wir hier eine Variante aus Holz. Zu dieser Überdachung gehört dann auch noch eine kleine Gartenhütte. Eine Ecke weiter. Und schon stehen wir bei der nächsten Terrassenüberdachung. Wir haben hier zum Beispiel ein Modell, sehr massiv, sehr groß, in einer besonderen Farbe. Vielleicht wäre das Ihre nächste. Soeben hatten wir eine Variante mit Polycarbonat. Jetzt sitze ich schon 2 Meter weiter unter der nächsten. Und zwar haben wir hier eine Glasbedachung. Und wie Sie sehen, auch eine sehr exotische, schöne Farbe. Jetzt kommen wir zu einem außergewöhnlicheren Modell. Wenn Sie zum Beispiel eine Ecke haben, wie in diesem Falle, die Sie überdachen möchten, hätten wir hierfür natürlich auch eine Lösung. Ich hoffe, das können Sie überhaupt ganz genau sehen, so wie ich das jetzt gerade sehe. Angefangen von hier vorne bis nach da hinten, also wirklich ein großes Exemplar. Möglich natürlich in allen möglichen Größen, Breiten, Tiefen, wie auch immer. Und auch mit der Bedachung wählbar in Polycarbonat oder Glas. Wie eben besprochen, in diesem Falle haben wir hier eine Glasbedachung. Hier zum Beispiel mit einem Fenster. Das Fenster kann da sein, kann da vorne auch sein, das ist gar kein Problem. So wie der Kunde wünscht. Beim nächsten Modell. Hier haben wir zum Beispiel eine Variante mit LED-Lampen direkt integriert. Ich hoffe, das kann man auch schön sehen. Die sind gerade nämlich an. Und zum anderen, was dieses Modell eigentlich erst ausmacht, haben wir in der Frontseite möglich und wählbar, also als Option, eine Wand, die man hoch und runter fahren kann. Das Ganze wird natürlich voll elektronisch hier gesteuert. Ich fahre jetzt mal gerade eben kurz hoch. Wie Sie jetzt sehen, Sesam, öffne dich, die Wand geht hoch. Ein kleines weiteres Detail, ein Extra, sind zum Beispiel diese beiden Heizungen hier, die Sie bei uns auf der Webseite direkt bestellen können. Ab 199 Euro sind Sie Besitzer dieser kleinen, aber feinen Heizung, die ich gerade selber am Genießen bin. Hier haben wir zum Beispiel eine Aluüberdachung. Augenmerk hier, dass wir diese Überdachung manuell verschieben können, also auf und zu geht hier ganz einfach. Ich habe jetzt hier auch nicht gerade viel Kraft dafür aufgewendet. Ja, das macht diese Veranda aus. Hier haben wir zum Beispiel einmal das Seitenprofil, also Sie haben jetzt die Sicht eines Seitenprofils. Das ist ein Wintergarten. Dieser Wintergarten hat wie eine andere Veranda auch schon LED-Lampen hier an diesen einzelnen Streben und dazu noch ein Dach oben drüber, was man automatisch mit einer Fernbedienung auf- und zufahren lassen kann. Hier haben wir auch ein etwas ausgefalleneres Modell. Und zwar haben wir zum einen Seitenteile, die Sie manuell auf- und zufahren lassen können, wie Sie hier sehen. Moment. Und dann auch noch ein Dachteil. Das bediene ich jetzt mal eben kurz, was Sie auf- und zufahren lassen können. Das funktioniert. Weitere, etwas speziellere in meinen Augen, Variante, haben wir hier eine doppelseitige Sonnenabdeckung. Wie Sie sehen, können wir die hier bedienen. Wir haben Ihnen jetzt ein paar Varianten bei uns gezeigt aus Aluminium und machen dann jetzt einen kleinen Cut. Wir gehen rüber zu unseren Holzmodellen. Wir haben jetzt zum Beispiel hier ein Modell, was einen sehr ländlichen Country-Stil hat in meinen Augen. Auffällig hier mit einem schönen abgearbeiteten Polycarbonatdach. Und auch so macht diese Terrassenüberdachung schon sehr viel her. Hier haben wir auch ein etwas exotischeres Modell, wie ich selber finde. Eine freistehende Terrassenüberdachung. Kann man sich natürlich auch in den Garten hinstellen, ist gar kein Problem. Wie Sie sehen, sehr, sehr massiv. Hier haben wir jetzt einen meiner Leckerbissen. Und zwar haben wir hier quasi ein halbes Haus stehen. Wie Sie sehen, einen schönen Außenbereich hier, wo man zum Beispiel grillen könnte, wo man mit der ganzen Familie oder mit Freunden sitzen kann am Abend. Wenn es dann nachher kälter wird, hätten Sie zum Beispiel die Möglichkeit, direkt hier reinzugehen, um sich jetzt dort ein wenig gemütlich zu machen. Oder wir gehen einfach weiter. Hier sitzen dann wieder ein paar Freunde von Ihnen oder noch mehr Familie, wie auch immer. Also diese Variante hier bietet wirklich allem. Ein weiteres, etwas kleineres Modell. Ebenfalls als freistehend zu bezeichnen, hier mit einer Innenverglasung und überall
super abgearbeitet. Dann haben wir die kleinere Variante, jetzt kommen wir zu der größeren. Die ist quasi doppelt so groß. Ebenfalls hier mit der Glasfront. Und wie Sie das gerne hätten, können wir das alles so, wie Sie es gerne wünschen, herstellen. Also, egal wie, Sie sich auch entscheiden. Wir haben für alle Sachen, die Sie sich wünschen, eine passende Lösung.